Frage stehen. Ich bin hier auf der L76 Richtung Brettendorf. Können Sie jemanden vorbeischicken? Im Moment. Ja? Ihr Name ist Katrin Rode, 28 und wohnt hier in der Nähe. Weil manche Nacht ist sie erschlagen worden. Vielleicht ein Sexualdelikt. Habt ihr die Tatwaffe schon gefunden? Nein, noch nicht, aber die Spurensicherung und der Doc sind auf dem Weg hierher. Alles klar. Kontaktierst du bitte ihre Eltern? Sicher. Also, der Herr vom Automobilclub kann uns auch nicht weiterhelfen. Er ist hier angekommen, hat sie tot aufgefunden und die Polizei verständigt. Er hat auch keinen Wegfahren sehen. Gerrit, guck mal hier. Da ist noch eine Nummer im Display. Also jetzt anscheinend nicht mehr geschafft, die Anruftaste zu drücken. Nee, das ist eine ganz komische Nummer. Das ist keine Vorwahl, nichts. Gerrit, guck mal. Die hintere Tür da. Mal checken, ob der von hier ist. Ja. Hallo? Hallo? Hey, stehen bleiben! Polizei, stehen bleiben! Stehen bleiben, hey! Mann, echt so blöd, dass der Typ den Kollegen gestern abgehauen ist. Das war möglicherweise unser Täter. Ja, Michael, aber den kriegt sie schon noch. Ja. Hey, Mia, zu dir wollte ich gerade. Ja, und ich zu dir, siehst du mal. Na, sieh mal einer an. Ich habe das Handy der Toten untersucht. Und? Also die letzten abgehenden Nummern waren die dieses Automobilclubs und die von einer Anja Eilers. Okay, und was ist mit der Nummer auf dem Display? Mit der kann ich bisher noch nichts anfangen. Also die ist nicht vergeben, aber ich bin dran. Und sonst war nichts drauf? Nee, merkwürdigerweise nicht. Nicht eine SMS. Also entweder hat die Gute nichts von der Texterei gehalten oder aber die hat die alle gelöscht. Ja gut, aber wenn es welche gab, dann kannst du sie ja wieder herstellen, oder? Klar. Okay, dann mach das mal. Dann rede ich in der Zwischenzeit mit dieser Anja Eilers. Vielleicht weiß sie ja mehr als die Eltern des Opfers. Mach das, viel Glück. Danke, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Frau Eilers ist jetzt da. Ach ja. Ja, schönen guten Tag, Frau Eilers. Mein Name ist Michael Naseband. Meine Kollegin Frau Rietz. Bitte nehmen Sie Platz. Schön, dass Sie gekommen sind. Hallo. Ja, ich möchte doch auch mithelfen, dass Sie dieses Monster endlich finden. Ich kann es doch gar nicht glauben. Gestern waren wir noch zusammen weg und hatten so viel Spaß und jetzt... Was haben Sie denn gestern Abend gemacht? Wir machen jeden Donnerstag unseren Mädelsabend im Lehils. Das ist eine Bar in der Altstadt. Und wie lange waren Sie dort? Ungefähr bis um 12:30. Und wo haben sich Ihre Wege getrennt? Vor der Bar. Da habe ich sie auch zum letzten Mal gesehen. Haben Sie vielleicht bemerkt, dass jemand Ihrer Freundin gefolgt ist? Gesehen habe ich niemanden. Aber da war so ein Typ in der Bar, der hat sie schon den ganzen Abend so angemacht. Wissen Sie, wer dieser Mann war? Nein, Katrin kannte ihn. Sie meinte, der hat sie wohl schon öfters angemacht. So Schlampe. So was kannst du mit mir nicht machen. Bitte? Nein. Das steht hier in diesem Brief. Der war an die Tote gerichtet. Da mochte sie doch wohl nicht jeder. Nein. Woher kommt der Brief? Hat die Spurensicherung im Wagen des Opfers gefunden. Ist natürlich kein Absender drauf. Fingerabdrücke? Auch nur die der Toten. Na super. Aber guck mal hier. Da sind so komische Schlieren vom Drucker. Ein Fahrzeug wurde in der Tatnacht geblitzt. Und zwar ganz in der Nähe des Tatorts. Und das Ganze auch noch kurz nachdem wir den Typen verfolgt und verloren haben. Also wenn wir Glück haben, ist es ein und dieselbe Person. Hast du einen Halter gemacht von dem Wagen? Na klar, hier, Tobias Wienholz. Die Kollegen sind schon auf dem Weg. Okay. Ich habe auch Neuigkeiten. Betreffend des Schlüsselanhängers vom Tatort. Onyx ist eine Stadt in der Nähe von Genf.
Super, Robert. Das bringt uns mal so richtig weiter. Es gibt nämlich hier in der Stadt auch eine Bar, die so heißt. Und das Logo dieser Bar sieht genauso aus wie das Logo auf dem Schlüsselanhänger hier. Na gut, Jungs. Dann habt ihr von mir jetzt die offizielle Erlaubnis, im Dienst eine Kneipe aufzusuchen. Wie's? Ah, alles klar, Doc. Ja, wir kommen vorbei. Bis gleich, ciao. Michael, kommst du mit? Der Doc hat Neuigkeiten. Klar. Todeszeitpunkt war letzte Nacht zwischen 1 und 2. Und die Todesursache? Es gab 2 Schläge mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf des Opfers. Sie erlitt dadurch eine Schädelfraktur und starke Einblutungen ins Gehirn. Daran ist sie dann letztendlich verstorben. Ja, die Jungs von der Spurensicherung haben die Tatwaffe gefunden. War ein Stein, lag im Straßengraben. Hast du denn Spuren einer Vergewaltigung gefunden? Sagen wir mal so, es gab auf jeden Fall definitiv keinen Geschlechtsverkehr. Kein. Komisch, weil ihre Bluse war zerrissen. Aber es kann ja auch sein, dass der Täter gestört wurde. Wirklich? Ja. Weitere Spuren? Ja, der Täter hat uns sozusagen eine freiwillige Speichelprobe hinterlassen, und zwar an der Brust des Opfers. Wir haben also eine männliche DNA. Jetzt müsst ihr mir nur noch einen Verdächtigen liefern zum Abgleich. Sorry, Jungs, wir haben noch geschlossen, ja? Kriminalpolizei. Simon Ohaus. Ich bin der Besitzer der Bar. Herr Ohaus, kennen Sie eine Dame namens Katrin Rode? Katrin, ja klar. Das ist meine Ex-Freundin. Hat sie mich jetzt etwa angezeigt, ja? Nein. Hätte sie einen Grund dafür gehabt? Ja, nee, natürlich nicht. War nur so ein Spruch. Sie wissen ja, wie Weiber manchmal drauf sind, ja? Denen ist alles zuzutrauen. Herr Ohaus, es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Ex-Freundin vergangene Nacht auf einem Parkplatz tot aufgefunden wurde. Quatsch. Katrin. Sie waren also mit Frau Rode liiert? Das war so eine On-Off-Beziehung. Das ging über 2 Jahre. Vor ein paar Wochen haben wir uns dann endgültig getrennt, ja. Kennen Sie diesen Schlüssel? Ja, der ist von hier, den habe ich Katrin mal gegeben. Das habe ich schon wieder völlig vergessen. Sehen Sie sich bitte diesen Brief mal an. Er wurde im Wagen Ihrer Ex-Freundin gefunden. Ein Drohbrief. Ja, von mir ist der nicht. Also Katrin und ich, wir sind in aller Freundschaft auseinandergegangen. Und seitdem hatten wir auch gar keinen Kontakt mehr. Wo waren Sie denn gestern Nacht zwischen 1 und 2 Uhr morgens? Ich hab die Bar um 12 Uhr zugesperrt und dann bin ich allein nach Hause. Okay, Herr Ohaus, ich würde Sie bitten, uns eine Speichelprobe zu überlassen. Natürlich auf rein freiwilliger Basis. Ja, klar. Aber ich hab sie nicht umgebracht oder sowas. In Freundschaft sind Simon und Katrin nicht auseinandergegangen. Sie hat Schluss gemacht, sie hat in der Beziehung einfach nichts mehr gesehen. War der Grund für die Trennung ein anderer Mann? Das glaube ich nicht. Sie hatte so ihre eigene Einstellung zu Beziehungen. Wenn es ihr zu eng wurde, hat sie Schluss gemacht. Sagen Sie, kennen Sie diesen Mann hier auf dem Foto? Das war nicht besonders gut, aber vielleicht. Das ist der Mann. Das ist der Typ, der Katrin in der Bar gestern angemacht hat. Er ist es? Er hat Katrin umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Nasebank 11. Ah ja, wunderbar. Alles klar, bis gleich. Ciao. Aber vielleicht wissen wir es bald. Dieser Mann wurde von den Kollegen aufgegriffen und wird gerade ins K11 gebracht. Das war doch bloß irgend so eine Tussi in der Bar, die ich ganz nett fand. Ich wusste nicht, dass gleich die Bullen anrücken, wenn ich sie anquatsche. Die Polizei meinen Sie sicherlich, oder? Die Frau ist tot. Und jemand hat sie umgebracht. Und dieser jemand könnte ein enttäuschter Verehrer gewesen sein. Verehrer ist ein bisschen viel. Sie hat mich abblitzen lassen. Was soll shit happens? Sie sollen Katrin Rode die ganze Zeit angebaggert haben. Ich laufe doch keiner hinterher. Eine Zeugin hat ausgesagt, dass sie sich schon vorher kannten. Ich habe die nie vorher gesehen. Und dann ist ja noch was. Unsere Kollegen haben jemanden vom Tatort flüchten sehen. Und kurze Zeit später werden sie dort ganz in der Nähe geblitzt.
Ja, ich bin ja da auch lang gefahren. Das liegt auf meinem Heimweg. Ich habe da auch gesehen, dass da irgendwas los ist, aber ich wollte nicht so neugierig hinglotzen. Aha. Dann haben Sie also mit dem Tod der Frau nichts zu tun? Nein, habe ich nicht. Gut, dann haben Sie auch nichts gegen eine Speichelprobe einzuwenden, oder? Doch, habe ich. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Sie können mich nicht dazu zwingen. Da haben Sie recht. Momentan können wir Sie wirklich nicht dazu zwingen. Aber sobald wir einen richterlichen Beschluss haben, können wir.